Es gibt ja so die kleinen Alltagsphänomene, dazu zählt das Magen- oder Bauchgrummeln. Und viele fragen sich, ist das eigentlich normal oder will mein Magen oder mein Darm mir damit irgendwas sagen? Stimmt da vielleicht was nicht? Oder habe ich unmöglichen Hunger und weiß das nur noch nicht? Das Problem mit dem Bauchgrummeln besteht nicht erst seit gestern, sondern schon eine ganze Weile. Und selbst die alten Griechen haben sich schon Gedanken darüber gemacht und haben das Ganze dann auch mit einem Namen versehen, Borborygmi. Das ist kein typisches griechisches Wort, sondern Borborygmi haben sich die Griechen einfallen lassen, weil das so schön klingt, wenn man sagt Borborygmi, wie das Magengrummeln selbst. Onomatopoeisch nennt sich das, wenn man eben ein Wort so schreibt, dass es quasi das Geräusch, das es beschreibt, wiedergeben soll. Und deswegen wird es auch einfach mit Bauchgrummeln übersetzt. Grundsätzlich ist es so, dass der Magen und der Darm immer grummelt. Also es ist auch so, wenn Sie sagen, ich habe Bauchgrummeln, ist das jetzt der Magen oder der Darm? Es ist alles und das ist auch gut und richtig so. Wir Ärzte haben erst dann Sorge, wenn es keine Geräusche gibt. Deswegen untersuchen wir auch immer, wenn wir sie körperlich untersuchen oder wenn was mit dem Magen ist, auch den Bauch und horchen richtig mit dem Stethoskop eben nicht nur auf Lunge und Herz, sondern auch einmal auf die vier verschiedenen Quadranten, also die vier Ecken vom Bauch, um zu hören, ist da ein Geräusch, also ist da was los. Und man sollte eigentlich immer was hören. Wenn man nichts hört, ist das ein Zeichen dafür, dass da irgendwas nicht stimmt. Woher dieses Geräusch kommt, ist eigentlich auch ganz einfach zu erklären. Der ganze Magen-Darm-Trakt ist ja ein Schlauchsystem. Das ist ja ein durchgehender Schlauch. Mal ist er breiter wie im Magen, mal ist er ganz schmal wie im Dünndarm, dann wieder breiter wie im Dickdarm. Und da wird immer in einer Tour, wirklich so, wie als würden Sie eine Zahnpastatube in einem ausdrücken wollen, wird da immer in eine Richtung gedrückt, immer Richtung Süden. Ja, das ist die ideale Richtung, ist ja nun mal Richtung Ausgang. Und dadurch kann es eben passieren, dass da, wenn Luft, Magen- und Darmgase, Flüssigkeit und feste Inhaltsstoffe sich vermengen, dass es dann auch mal ein komisches Geräusch gibt. Es ist aber auch so, und deswegen wird Bauchgrummeln so gerne mit Hunger verwechselt, dass wenn Sie längere Zeit nichts gegessen haben, also ich sage mal ein paar Stunden, dass dann der Magen so eine Art Putzvorgang macht. Dann macht der Magen nämlich einmal rein. Also das ist wirklich wie so ein kleiner Frühjahrsputz, der sagt dann alles raus, was noch an Magenschaum, Magensäure, vielleicht irgendwelchen Essensresten oder Flüssigkeit da ist und bereitet sich quasi auf die nächste Mahlzeit vor. Und das ist so ein Reinigungsprozess, der kann dann auch mal ein bisschen lauter sein. Das Kuriose ist, dass wir dann eben das Magengrummeln besonders stark hören, weil ja kein Essen da ist, was die Schallwellen, also was den Lärm des Magengrummels abdämpfen kann. Wenn der Magen und der Darm bis oben hin voll ist, grummelt er so gesehen genauso stark. Nur dadurch, dass dann so viel Essen drin ist, hört man es halt nicht. Und deswegen ist das Magengrummeln auch nicht unbedingt ein Zeichen von Hunger. Wenn der Körper hungrig ist, dann merkt er das schon und dann sagt er Ihnen das auch, nicht unbedingt übers Magengrummeln.